Hallo Reisefreunde, es ist mal wieder Bastelzeit und somit wäre die korrekte Ansprache: Hallo Bastelfreunde. Heute wird die Maya von innen verschönert. Es soll ein bisschen gemütlicher werden und das erreicht man doch wunderbar mit Filz. Wir haben in der Community rumgefragt, welchen Filz habt ihr verbaut, was könnt ihr empfehlen und ich würde mal sagen, mindestens 3/4 von euch haben gesagt, Busverfahren hat mit dem Carpetfilz den perfekten Filz für den Innenraum. Ja, das werden wir jetzt prüfen, weil hier liegt eine Rolle von genau diesem Filz. 2 Meter in der Breite ist der, 5 Meter am Lauf, also 5 Laufmeter sind hier. Und wie das Ganze funktioniert, wie wir das anbringen und warum wir uns gegen selbstklebenden Filz entschieden haben, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Das ist die Farbe Steingrau. Es gibt 3 verschiedene Farbvariationen. Anthrazit ist dunkler, das hier ist der mittlere. Und dann gibt es noch Silbergrau, der ist richtig hell. Ich persönlich habe mich für Silbergrau entschieden. Louis hat gemeint, ja, aber da sieht man doch jede Flecke und so weiter. Und deshalb haben wir uns hier im Kompromiss in der Mitte gefunden. Ein paar Informationen zum Filz. Der Filz hat 3 mm Dicke. Der ist auf 4 Wege, ich probiere das hier mal am Rand, auf 4 Wege stretchbar, also hier, man kann den so ziehen, aber auch so. Und das ermöglicht natürlich auch über Rundungen und so weiter richtig schön glatt filzen zu können. So zumindest in der Theorie, wie das in der Praxis ausschaut, werden wir dann gleich erfahren. Carpet Filz heißt das Ganze, wenn ihr das sucht, aber ihr findet natürlich wie immer auch den Link unten in der Videobeschreibung. Dazu, ich habe es euch schon gesagt, wir haben, oder besser gesagt, Busverfahren verkauft sowieso nur Filz, ohne bereits, also keinen selbstklebenden Filz, sondern nur, sie empfehlen mit diesem Klebstoff hier. Der Grund darin, ich habe mir das erklären lassen, das leuchtet auch sehr schnell ein, dieser Kraftsprühkleber Plus von Würth, der hat eine Temperaturbeständigkeit bis 110 Grad. Und wenn ihr jetzt so ein Fahrzeug mal in der Sonne parkt im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann können wir uns alle vorstellen, dass da drin ordentlich Temperaturen entstehen. Zumal ja der Filz meistens direkt auf der Karosserie oder teilweise auf der Isolation angebracht ist. Deshalb wird es richtig heiß und dann kann es halt einfach sein, wenn man einen Kleber hat, vielleicht sogar eine selbstklebende Folie, die diese Hitze nicht ab kann, dass sich das dann schneller löst. Und deshalb sind wir sehr gespannt, weil teilweise kleben wir sie aufs Armaflex, selbstklebend. Und da werden wir dann sehen, falls wir wirklich mal extrem hohe Temperaturen bekommen, ob der hier erst nachgibt oder das Armaflex. Ich tippe mal aufs Armaflex, aber hoffe natürlich, dass gar nichts von beidem passiert. Fertig! Nein, kleiner Scherz, wir haben es schon mal ausprobiert. Für uns ist es das erste Mal filzen und deshalb haben wir eine Türe schon mal ausprobiert, damit, wenn wir euch jetzt hier Tipps weitergeben, dass wir auch schon wissen, die Tipps, die funktionieren. Angefangen haben wir hier drüben schon und jetzt kommt ja das Projekt, was wir jetzt zusammen mit euch machen. Wir haben hier schon mal alles abgeklebt. Das haben wir vorhin auch gemacht, weil der Grund ist, wir gehen hier gleich mit dem Sprühkleber drüber. Und da wollen wir natürlich nicht, dass die ganze Scheibe und so weiter voll ist, weil alles, was wir jetzt abkleben, müssen wir danach nicht putzen. Und wir sind ein bisschen putzfaul, deshalb nehmen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze abzukleben. Wir werden auch so Türsachen, solches Zeug hier ein kleines bisschen abkleben, aber prinzipiell bleibt hier nur das Loch und hier der Schnapper frei. Der Rest hier, die Schrauben und so weiter, das filzen wir einfach drüber, das funktioniert gut. Jetzt nehme ich noch das Maß. In der Höhe kommen wir mit den 2 Metern, die das ja sowieso von der Breite her Standard hat, gerade hin. Und beim Maß nehmen passt man einfach auch auf, dass man nicht zu wenig hat. Also wenn ich jetzt hier, werde ich ja auch noch bis an den Gummi rübergehen, das sind wahrscheinlich so 2 cm. Und hier drüben, da bin ich jetzt so auf 85 cm. Da werde ich jetzt noch 10 cm dazugeben, da haben wir auf jeden Fall genug rechts und links, müssen halt noch ein bisschen was abschneiden, aber lieber noch was abschneiden anstelle, wenn es danach zu schmal ist. Das größte Problemchen bei uns ist der Schrank, das haben wir vorhin jetzt schon mal ausprobiert, zuerst geklebt und dann dahinter noch was verkleidet. Das werden wir jetzt andersrum machen, wir werden erst hinten
und hier die Seiten verkleiden und danach die große Fläche draufkleben. Das heißt, hier muss ich auch gleich noch ein bisschen Maß nehmen und dann kann das große Schnibbeln losgehen. Maß ist genommen, wir haben uns hier so eine Latte zur Hilfe genommen, dass wir hier einen schönen geraden Schnitt machen können. Wir haben leider keinen Tisch gefunden, der 2 Meter lang ist, das wäre natürlich optimal, aber als kleiner Tipp, der Filz, wenn man den jetzt am Boden schneiden würde, der saugt sofort alles an, was hier rumliegt. Deshalb am besten eine saubere Arbeitsfläche suchen. Cuttermesser, auch nochmal ein Tipp, die kann man ja abbrechen, dass man immer eine schön scharfe Klinge hat. Auch da, wir haben dafür gesorgt, dass wir genug Ersatzklingen hier haben, weil es gibt halt wirklich einen schönen Schnitt, wenn die Klinge scharf ist, und es gibt einen scheiß verrupften Schnitt, wenn die Klinge nicht scharf ist. Deshalb, da ist echt ein bisschen Qualität geboten. Die Vorbereitungen gehen los, um die Tür zu filzen. Wir werden die gleich mit dem Sprühkleber so rum einsprühen. Und der sprüht zwar ziemlich konkret, also ihr werdet das dann sehen, man kann wirklich schön zielen, wo man hinsprühen will. Trotzdem kleben wir das alles hier so ein bisschen ab, weil ich habe echt keine Lust, hier an diesen Teilen danach den Klebstoff wegzuputzen. Deshalb machen wir hier einfach ein bisschen Malertape drauf. Das muss ja nicht für die Ewigkeit halten, soll es ja auf jeden Fall auch gar nicht, aber einfach ein Schutz vor dem Sprühkleber. So hält es bestimmt ordentlich was an Sprühkleber drauf. Der sollte jetzt so ein paar Minuten auslüften, weil es ordentlich, es hat auch ein bisschen gereizt. Hier wäre mal so eine Atemschutzmaske echt sinnvoll gewesen. Naja, die liegt zu Hause, weil man braucht sie ja jetzt an anderer Stelle. Aber jetzt sprühen wir noch den Filz ein und dann können wir das draufpacken. Bei so großen Stücken ist es immer von Vorteil, wenn man zu zweit ist, weil das Zeug, das klebt extrem schnell und gut. Und wenn man dann oben irgendwie noch rumfimmelt, dann klebt es hier unten schon lang. Deshalb echt, nehmt euch ein zweites Paar Hände dazu und dann ist es einfacher. Wenn es einmal richtig liegt, dann passt danach halt einfach auch schöner. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die ganzen Kanten hier langfahren, dass wir es so ein bisschen reindrücken, überall dort, wo es die Kanten hat, auch hier schön reindrücken. Und wenn wir das jetzt überall gemacht haben, dann fangen wir an, hier aufzuschneiden, damit wir auch hier die ganzen Kanten machen können. Weil ihr seht das, der Filz, der ist flexibel, der gibt nach, der ist ja stretch. Aber natürlich nicht so weit, dass ich jetzt da bis ganz nach hinten gehen kann. Sondern hier müssen wir gleich ein bisschen aufschneiden, um diesen Zug zu entlasten. Ich schneide jetzt nicht irgendwo hier ein, weil hier brauche ich ja noch Material nach hinten. Also ich schneide hier wirklich mal über eine Handlänge tiefer ein. So, und das reicht jetzt schon, dass ich hier auf der Seite, seht ihr, jetzt komme ich ran. Jetzt kann ich es hier nach hinten drücken. Und da merke ich jetzt hier, natürlich ist der Zug wieder groß. Dann schneide ich hier ein bisschen weiter ein. Und dann kann ich es hier wieder andrücken. Und jetzt kann ich auch schon viel besser einschätzen, wie viel, das ich hier noch brauche. Und dann kann ich wieder hier einen Schnitt machen. Einfach nicht zu tief, weil hier unten brauche ich auch noch was. Bei der Scheibe gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie bündig abschneiden. Oder wenn man halt gar nichts mehr vom Lack sehen will, dann schneidet man ein Stückchen daneben und biegt das danach so ein bisschen rum.
Das versuche ich jetzt hier, weil Variante 1 haben wir da drüben. Variante 2 mit dahinter schieben, das machen wir jetzt hier. Und danach könnt ihr entscheiden, was für euch besser ist, was schöner ist. Deshalb suche ich mir hier jetzt die Kante, schneide dann runter an der Kante entlang, so ein Fingerbreit daneben. Und genau, dann pappen wir das danach mit einem Schraubenzieher dahinter. Dann haben wir hier die Kante und dann schneide ich jetzt hier der entlang so ein Fingerbreit. Auch Türe Nummer 2 ist fertig gefilzt. Ihr dürft jetzt gerade entscheiden, wir zeigen euch die Rahmen von den Fenstern mal noch im Detail, welche das euch besser gefällt oder halt einfach auch den Vergleich, weil jeder kann es danach ja machen, wie er will. Wer es da nach hinten schieben will, dem muss ich wirklich sagen, man muss ordentlich was stehen lassen. Also die Einfingerregel ist fast ein bisschen zu wenig. Macht lieber einhalb, dann kann man es richtig schön nach hinten drücken. Die andere Seite schauen wir uns auch gerade mal noch an. Die sieht denn so aus. Hier ist natürlich gerade so ein kleiner Flick. Vielleicht müssen wir hier eine schönere Kante anschauen. Hier ist es einfach quasi bündig dran. Und bei dieser Variante geht es richtig, hier sieht man es gut, es geht richtig so da nach hinten. Und hat, meiner Meinung nach, ist das so ein bisschen die weichere Kante als die andere, die einfach geschnitten ist. Wer schön schneiden kann, kann definitiv diese Variante wählen. Es geht ein bisschen zügiger. Wer nicht so sicher ist im ganz gerade Schneiden, dem würde ich eher die Variante hier empfehlen, um das Ganze da nach hinten zu biegen. Kommen wir mit rein, die Türe ist jetzt auch fertig. So, hier haben wir auch wieder mit der Technik gearbeitet, das einfach nach hinten zu stoßen. Entsprechend haben wir auch den Gummi weggemacht, weil der Gummi hier vom Fenster, der war nur als Kantenschutz drin und die Kante haben wir ja jetzt mit dem Filz geschützt. Und ich finde, es ist mega schön geworden. Es sieht schon richtig heimelig aus. Ne? Oh, ja, liegt ein bisschen viel rum. Und die ganze Fläche wird danach eh nicht mehr groß sichtbar sein, also ungefähr bis... Hierhin wird ein Hängeschrank oben sein, die Küche kommt irgendwo so bis dahin. Also man sieht danach eigentlich nicht mehr viel, es ging jetzt aber doch recht flott und hat Spaß gemacht, ne? Also ja, ist war echt, wirklich echt cool. Ist echt schön zu verarbeiten und durch das, weil wir es ja auf Armaflex geklebt haben, gibt es jetzt hier so ein bisschen nach. Also ich finde es echt total angenehm, da ranzufassen und auch wenn man sich jetzt irgendwie hier mal dran stößt, man macht sich nicht weh. Somit ist es wirklich eine ganz coole Sache, dieser Filz. Also wir können es euch von Herzen nur empfehlen. Wir haben zwar noch nie einen anderen Filz verarbeitet, möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch gar nicht unbedingt, weil eben, wenn man mal irgendwo ein bisschen zu wenig geschnitten hat oder so, oder um die Ecken rum, damit, weil der halt auf beide Seiten stretchbar ist, kommt man echt richtig cool hier in die Ecken rein. Somit von uns zwei Damen nach oben für den Carpet-Filz, so rum, von Bus for Fun. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch zumindest einen Daumen nach oben da und schreibt unbedingt auch in die Kommentare, welche Verarbeitungsweise ihr schöner findet, ob gerade geschnitten an der Kante oder nach hinten gefaltet. Ja, und das war's für heute. Wir gehen jetzt lecker Raclette essen, weil heute ist ein bisschen trüber Tag und melden uns dann einfach nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.